Hey Leute und willkommen zu diesem Video zu PES 2020. Ja, das Spiel, das kommt bald raus. Es dauert nicht mehr allzu lange und ich war zusammen mit Jan in München in der Allianz Arena und durfte das Ganze schon antesten. Ich war sozusagen Jans Kameramann und habe deswegen bei seinen Aufnahmen ordentlich reingeballert, weswegen ich bei meinen Aufnahmen offensichtlich ein bisschen geschlurrt habe. Ja, denn ich habe das Ganze wunderbar auch auf diesem Event dort aufgenommen, mit Mikrofon, mit Kamera, mit dies, mit jenem, und komm heim und sehe, meine Tonspur ist einfach komplett im Arsch. Also keine Ahnung, was ich da genau getrieben habe, aber ich glaube, das lag irgendwie an einem Batteriewechsel oder so, dass ich da irgendwas verkehrt hatte und ich habe das nicht nochmal überprüft, deswegen ist meine komplette Tonspur jetzt im Arsch und deswegen kann ich auch die Kamera nicht reinschneiden, weil das kann ich sowieso nicht nach vertonen, das funktioniert nicht, da müsste ich auch Jan noch an den Start kriegen. Aber bei Jan auf dem Kanal könnt ihr gerne vorbeischauen, da wird es dann auch Videos geben, wo wir quasi live kommentieren mit Kamera und Mikrofon quasi auf dem Event live. Allerdings weiß ich nicht genau, wann Jan wieder zurückkommt aus seinem Urlaub und wann dementsprechend dann eben Videos kommen bei ihm. Aber wie gesagt, bei ihm sind die Aufnahmen, soweit es geht, in Ordnung und deswegen könnt ihr bei ihm dann auch die geileren Aufnahmen sehen. Nichtsdestotrotz möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, hier ein bisschen PES 20 Material zu zeigen. Ich fand das echt eine coole Sache von Konami, dass ich da mit hin durfte auf dieses Event. Also nochmal mega Dankeschön. Grüße gehen raus an euch. Wir bleiben weiterhin in Kontakt und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal mit dem Gameplay, nachdem ihr ja jetzt hier ein paar wunderbare Hintergrundbilder gesehen habt, die tatsächlich aus dem Spiel so krass aussehen, also das ist echt mega. Wenn ihr übrigens neu auf meinem Kanal seid und nichts mehr zu PES verpassen wollt oder vielleicht sogar FIFA, ich werde ja bestimmt auch in FIFA wieder eine Torwartkarriere machen, aber vor allem jetzt hier in dem Thema auf PES bezogen, könnt ihr gerne ein kostenloses Abo dalassen, würde mich auf jeden Fall super freuen. Leute, ich habe hier irgendwie so einen Kackpunkt, Alter, der geht nicht weg, ich habe keine Ahnung, was ich dagegen machen soll, egal. Wir starten mit dem Gameplay, wir haben als erstes hier heute für euch ein quasi Koop-Spiel. Ich habe zusammen mit Jan bei Bayern gezockt und wir haben zusammen quasi in einem Team gegen die PES Legends gespielt. Falls die Aufnahme im Hintergrund manchmal ruckeln sollte, das liegt ein bisschen an Jan, beziehungsweise an Jans PC. Der war schon ein bisschen älter, hier haben wir die erste krasse Chance und da kannst du mal ein paar zu bisschen Frame-Einbrüche, aber das ist wirklich so gering. Ich fand es auf jeden Fall mega, mega interessant, zum ersten Mal PES 20 zu zocken. Es hat sich einiges verändert, darauf werde ich jetzt auch ein bisschen eingehen, während ihr, wie gesagt, dann im Hintergrund unser Spiel seht. Ich war der Blaue, ich war der Rote, ich war der Typ mit dem roten Cursor über dem Kopf, also dem roten Dreieck, und Jan mit dem blauen. Hier wurde ich ein bisschen weggerempelt, was ich aber auch schon als ersten guten Punkt bezeichnen muss, ist, dass der Schiedsrichter nicht mehr so oft pfeift. Also das war ganz, ganz oft ja in dem früheren Teil so, dass ich mich ein bisschen drüber aufgeregt habe, weil der Schiedsrichter bei jeder Kleinigkeit irgendwie gepfiffen hat. Und das hat mich ein bisschen genervt. Das haben sie deutlich verbessert, also er pfeift immer noch, aber wirklich viel, viel, viel regulärer und ein bisschen die lockerere Linie, was ich extrem cool finde. Ansonsten läuft das Ganze auch ein bisschen smoother ab, also die Bewegungen sind flüssiger, was ich extrem cool finde. Bei zum Beispiel so Kollisionen, bei Spielern, die sich quasi gegenseitig wegrampeln oder was auch immer, da sieht das alles ein bisschen flüssiger aus, also ein bisschen die Bewegungsanimation definitiv verbessert, was ich extrem cool finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Allgemein fühlt sich das Gameplay so ein bisschen flüssiger an und das sehen wir auch hier bei dem ersten Tor, ja, richtig, richtig cool. Lewandowski mit dem 1:0. Jan mit einer schönen Flanke und ich habe die wunderbar vollendet hier mit dem schönen Steilpass nach außen und die Flanke kam auch gut. Das ist auch so ein Punkt, der uns aufgefallen ist. Flanken wieder ein bisschen besser, nicht so overpowered wie in PES 18, aber wieder deutlich angenehmer als in PES 19. Also in PES 19 haben die ja wirklich
so gut wie gar nicht mehr funktioniert. Bei den Ecken noch ein paar Mal. Aber so im Spiel ist das so selten gewesen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, eigentlich sind Flankentore ja was Realistisches. Was auch im echten Fußball das ein oder andere Mal vorkommt. Und was dann in PES 19 ein bisschen schade untergegangen ist im Vergleich zum Vorgänger. Ansonsten bin ich natürlich absolut überzeugt von dieser Partnerschaft mit Bayern. Ganz, ganz klar. Also ich bin auch Bayern-Fan, deswegen war es auch für mich absolut eine Ehre. Und ich war aus dem Häuschen, als ich das mitgekriegt habe, dass Konami jetzt eben eine Partnerschaft mit Bayern hat und vor allem dann auch eben zu dem Event nach München in die Allianz Arena einlädt. Also das hat mich richtig geflasht und es war richtig, richtig cool auch da zu sein. Da gibt es bei Jan dann auch wieder einen Vlog und also es war echt cool, was wir da erleben durften und dementsprechend positiv bin ich natürlich auch gegenüber dieser Partnerschaft allgemein, dass ich sage, okay, ich habe schon jedes Jahr, ich habe in PES 18 angefangen, so richtig PES zu zocken, also so richtig, PES 18 habe ich eine Trainerkarriere bei Bayern gemacht, PES 19 habe ich gesagt, weißt du was, mache ich einfach nochmal, hier übrigens schön herausgespielte Chance, der ist auch drinnen, das war richtig gut gemacht und auch das hier, Es sieht einfach so nice aus. Also ich finde, als Commander gerade entlang gelaufen ist, nochmal, wenn ich das hier gerade nochmal sehe, also echt, echt gut gemacht und auch die Chance war nicht schlecht rausgespielt. Auch vom Gameplay her schön flüssig alles, auch dieser Pass hier, wie gesagt, die kleine Kollision da auch wieder und dann der Abschluss. Tornetz ist gleich geblieben, finde ich aber auch gut. Mir hat das relativ gut gefallen, auch letztes Jahr schon. Ja, also das muss ich auf jeden Fall sagen, dass ich in PES 19 dann auch gesagt habe, okay, mache ich wieder eine Bayern-Karriere. Und jetzt habe ich ein bisschen so im Kopf gehabt, okay, es gibt ja Gerüchte, dass es in FIFA, also bei EA, alle Lizenzen der Bundesliga gibt. Also die komplette Bundesliga voll lizenziert, also die super krasse Mega-Lizenz der Bundesliga. Und dann habe ich gedacht, weiß ich nicht, vielleicht mache ich irgendwie dann doch eine Trainerkarriere in PES mit einer anderen Mannschaft. Weiß nicht, was es da noch für coole Lizenzen gibt. Und tu dann in FIFA eben die Bayern-Karriere machen, die typische Bayern-Karriere. Aber jetzt kam Konami und hat gesagt, hey, wir haben eine exklusive Partnerschaft mit dem FC Bayern München. Und das hat mich natürlich mega geflasht, mega überrascht und auch quasi dazu beeinflusst zu sagen, ich werde die PES-Trainerkarriere weiterführen und werde auch in PES 20 wieder eine Bayern-Karriere machen. Also ich meine, bitte, guckt euch das Stadion an, wie krass geil das gebaut ist. Die ganzen Spieler sind richtig gut gelungen, finde ich. Und allgemein, also ich finde Konami und PES kriegen das, ohne jetzt viel zu schleimen, immer besser hin als FIFA. Also FIFA hat zwar mehr Lizenzen und auch ein bisschen mehr Arbeit dementsprechend in der Hinsicht, wenn man das so nehmen will. Aber, und hier gibt es auch eine krasse Chance gerade für die PES Legends, aber man muss schon ganz ehrlich sagen, also die Lizenzen, was Konami hat, und sie wechseln ja da auch immer mal wieder ab, jetzt zum Beispiel mit der Bayern-Lizenz, wo ich echt mega glücklich immer noch drüber bin, die kriegen sie so geil hin. Also ich muss sagen, das ist ein Leckerbissen. Das ist, man kann schon fast stolz sein, dass man in diesem Spiel drin ist, anstatt von EA, weil das einfach viel mehr gewürdigt wird quasi, die Allianz Arena und alles Mögliche. Also das ist schon krass. Ja, genug geschleimt, Grüße gehen raus immer noch. nein, alles gut, also wie gesagt, ich bin echt glücklich darüber und faul hier erstmal den anderen Spieler, ne, Jan war's. Jan hat mit Martinez gefault und der hatte eigentlich schon gelb von Guard eben, da hat er nämlich schon mal gefault und dann sehen wir hier die erste rote Karte in der 83. Aber gut, wir führen 2:0 und werden da hoffentlich nichts mehr anbrennen lassen, auch wenn wir jetzt ein Mann weniger sind. Ich bin echt gespannt, wie das wird, aber es wird auf jeden Fall
eine PES 20 Trainer Academy mit Bayern geben und dann natürlich auch wieder ein Lizenz-Mod-Video, wo ich dann die ganze Bundesliga reinmodden werde und dann können wir da wieder richtig geil loslegen. Also es freut mich auf jeden Fall. Wie gesagt, ihr könnt euch jetzt auch freuen auf diesen Zuckerpass auf Kingsley Coman und Jan. Der wird super locker, easy verwandelt von ihm. Also das hat er echt gut gemacht. Da ist er ein bisschen hochgelaufen, hat ihn dann einfach in die obere Ecke geschoben. Wir haben übrigens auf dem Schwierigkeitsgrad fortgeschritten gespielt. Und das war jetzt in der 90 plus 1 das 3:0. Ja, ihr könnt euch wie gesagt jetzt freuen. Es wird die Tage nochmal ein 1 vs 1 geben auf meinem Kanal, wo ich quasi mit Bayern gegen Jan von PES Legends spiele. Und die Tage wird es dann auch noch eine Elfmeter-Challenge geben in PES 20, ja. Ich bin mega gespannt, vor allem auf das Elfmeterschießen, auf die Elfmeter-Challenge. Das wird echt cool. Ansonsten bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Wie gesagt, lasst ein kostenloses Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und auch gerne zu PES 20 oder FIFA oder was auch immer ein paar coole Videos sehen wollt. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis dahin, lasst euch drücken, wenn es euch gefallen hat. Und ciao, ciao.